Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Dogs Futterluke. Ja, hier sehen wir gleich ein Imbiss. Ja, und zwar Puttbreses Imbiss. So, und da gehen wir jetzt eine Currywurst essen. Lecker, lecker, lecker. Ich hab Hunger, Leute. Ich hab Hunger. Ja, kochen tun wir auch mal wieder demnächst, aber muss ich auch Bock und Zeit zu haben. Ist gar nicht so einfach, manchmal alles unter einen Hut zu kriegen. Die Arbeit, das Hobby und die Familie. Naja, gut, gehen wir mal was essen. So, und da sind wir nun drin im Puttbreses Imbiss. Das Ganze hat so einen Charme von einer schönen Kantine. Man fühlt sich hier total wohl. Alles so ein bisschen Alt-Berliner Style hier getrimmt. Richtig urig das Ganze. Ja, passt. Gehe ich immer wieder gern hin. Ist normalerweise auch super gut besucht. Die Aufnahme hier ist jetzt von kurz vor 7. Da war ich das erste Mal heute da und habe mir ein paar Brötchen geholt. Ja. Ja, und jetzt sind wir draußen. Und jetzt werde ich mir mal die Currywurst schmecken lassen. Das Ganze draußen hat hier so ein bisschen Biergarten-Feeling noch. Ich sage euch, hier könnt ihr wirklich gut sitzen. Sind doch viele Arbeiter immer da. Und ja, oh, da ist es schon. Das Pärchen Curry mit Pommes rot-weiß habe ich mir schmecken lassen. So schnell, wie es auf den Teller kam, so schnell habe ich es mir auch einverleibt. Ja, ich muss euch sagen, super lecker. Richtig, richtig toll. Auch der Curry-Ketchup. Naja, und ich bin ja auch ein Tierfreund. Die Spätzchen hier, die sollen auch nicht zu kurz kommen. Die haben ja schon gewartet und holen sich jetzt auch noch ein Pommesstückchen hier. Naja, muss alles sein. Okay. Oh, jetzt haben wir fein gegessen. Ich kann euch sagen, Leute, es war extrem lecker. Ja, was soll ich sagen? Puttbreses Imbiss, Romain-Rolland-Straße in Berlin-Weißensee. Ist ein Geheimtipp, mein Geheimtipp für euch. Einer von vielen. Also hier kann man wirklich prima essen, hier kann man gut frühstücken, habt ihr ja gesehen. Heute Morgen war ich ja schon mal hier und ja, was soll's. Jetzt geht's nach Hause, ich bin nicht Feierabend. Also Leute, macht's gut, bis demnächst, wenn es wieder heißt, Dogs Futterluke ist eröffnet. Tschüss.